Nach einigen Leaks und Gerüchten ist nun das Huawei Mate 30 Pro offiziell vorgestellt worden. Und auch wenn wir über die Features nun Bescheid wissen, gibt es mehrere große Fragen, die noch offen bleiben. Aber erstmal kurz zum Gerät selbst. Das Huawei Mate 30 Pro besitzt ein OLED-Display mit 6,53 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Biegung an den Rändern erinnert stark an die von Samsung eingeführten Edge-Displays, nennt sich hier aber Horizon-Display und soll mit einem Winkel von 88 Grad vollkommen randlos wirken. Auch wenn wir in der Redaktion diesem Design durchaus kritisch gegenüberstehen, bietet das Mate 30 Pro mit diesem Display zweifelsohne Schauwerte. Die Farben sind knackig, die Schwarzwerte sind, wie von guten OLED-Displays gewohnt, großartig und das randlose Display beeindruckt. Das Mate 30 besitzt im Vergleich ein mit 6,62 Zoll etwas größeres Display ohne abgerundete Kanten. Beim Mate 30 Pro wird nur noch ein haptischer Button verbaut, der Power-Button auf der rechten Seite. Die Lautstärkewippe wurde durch eine zugegebenermaßen eher gewöhnungsbedürftige Software-Geste ersetzt. Durch Tippen auf den Bildschirmrand kann man den Lautstärkeregler öffnen, mit einem Wischen nach oben und unten wird die Lautstärke eingestellt. Zumindest dürfte man so wahrscheinlich nicht aus Versehen die Lautstärke hochdrehen können. Beim Mate 30 wird indes weiter auf eine klassische Lautstärkeregelung gesetzt. Im Displayausschnitt an der Oberseite befindet sich neben der Frontkamera auch ein Gestensensor und 3D-Tiefensensoren, die ähnlich wie Apples Face ID zum Entsperren des Gerätes genutzt werden können. Interessantes Feature: Nicht nur durch die Rotation des Smartphones, auch durch die Rotation des Gesichts kann jetzt der Inhalt auf dem Display angepasst werden. Das ist praktisch, etwa wenn man gerade im Liegen das eigene Smartphone verwendet. Auf der Rückseite findet sich eine rund angeordnete Quad-Kamera mit einer 40-Megapixel-Weitwinkelkamera, einem zusätzlichen 40-Megapixel-Videosensor, 8-Megapixel-Telefotosensor und einem 3D-Tiefensensor. In dieser Kombination ist es nicht nur möglich, Nachtfotos in absoluter Dunkelheit zu fotografieren und Motive mit einem digitalen KI-30-fach-Zoom näher ranzuholen. Nun sind erstmals Slow-Motion-Aufnahmen mit 7680 Bildern in der Sekunde möglich. Das entspricht einer Verlangsamung um den Faktor von 256. Die Aufnahmen sind beeindruckend, auch wenn man bei der kurzen Zeitspanne, die aufgezeichnet wird, ordentlich Timing am Auslöser beweisen muss. Im Inneren ist der Kirin 990 verbaut, der während der IFA vorgestellt wurde und auf den ersten Blick auch ordentlich Leistung bringt. Der Arbeitsspeicher liegt bei 8 GB RAM und der interne Speicher bei 256 GB. Mit dem 4500 mAh Akku des Mate 30 Pro und 4200 mAh Akku des Mate 30 sollen hohe Laufzeiten erreicht werden. Per Supercharge sind die Energiespeicher sogar drahtlos schnell wieder aufgeladen. Und um alle Gerüchte aus dem Weg zu räumen, als Betriebssystem kommt keine Eigenentwicklung von Huawei, sondern weiterhin Android zum Einsatz. Und das sogar in der aktuellsten Version. Android 10 läuft mit der von Huawei standardmäßig installierten Oberfläche MIUI in der Version 10. An die aktuellste Version von Android kommt Huawei also ran, an die Google Play Services wohl aber nicht. Wegen der US-Sanktionen gegen Huawei waren auf keinem der Ausstellungsgeräte Google Apps installiert. Und dort, wo probiert wurde, einen Play Store oder YouTube zu installieren, ließen sich die Apps nicht starten. Kein Wunder also, dass Huawei in der Präsentation einen Fokus darauf gelegt hat, wie sie Entwickler dabei unterstützen, Apps für ihr eigenes App-Ökosystem zu entwickeln. Der Preis für das Huawei Mate 30 liegt bei 799 Euro, für das Mate 30 Pro mit 4G werden 1099 Euro fällig, das 5G-Modell des Mate 30 Pro kostet 1199 Euro. Huawei hält sich aber noch mit der Verfügbarkeit bedeckt, damit ist nicht bekannt, wann die Geräte veröffentlicht werden und ob sie überhaupt die westeuropäischen Märkte und damit Deutschland, Österreich und die Schweiz erreichen. Viele Fragen also, Antworten haben wir bislang von Huawei nicht bekommen. Das Mate 30 Pro. Wenn es in unseren Breitengraden veröffentlicht werden würde, würdet ihr euch ein Android-Smartphone ohne Google-Dienste überhaupt holen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Für mehr Infos zu Huawei, abonniert unseren Kanal.